In einem meiner letzten Posts hatte ich was über gesunde Dehnung gesagt. Da ging es eigentlich um Verletzungen, die möglich sind, die passieren können, wenn wir zu intensiv dehnen. Das hat mich ein bisschen dazu inspiriert, generell mal ein paar Techniken zum Thema Raumgewinn und Dehnung einfach hier zu platzieren. Als letztes im Bunde möchte ich dir heute die dynamisch aktive Dehnung vorstellen, die sowohl auf Muskelexzentrik als auch auf fasziale Gleitfähigkeit abzielt. Wenn du zum Beispiel einen ersten Krieger nimmst, Anjaneyasana, hintere Ferse gehoben, dann ist der Muskel oder das Muskelsystem, was auf Länge gebracht wird, der sogenannte zweigelenkige Beinstrecker des hinteren Beines und der Hüftbeuger, der zum hinteren Bein gehört. Diese beiden Muskeln müssen exzentrisch kontrahieren. Sie müssen also Länge und Spannung gleichermaßen erhöhen. Da Muskeln immer synergistisch miteinander arbeiten und verschiedene Muskelbäuche in ihren Faszien sich gegeneinander gleitend bewegen müssen, ist diese Form von Gleitfähigkeit ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn es um Schmerzfreiheit geht. Je besser unser Bindegewebe gleiten kann, desto weniger Schmerzen haben wir, weil 90% der Schmerzrezeptoren nämlich im Bindegewebe sind. Und da kommt genau diese Möglichkeit der dynamischen Dehnung rein. Wenn wir in den Krieger 1 gehen und beginnen dynamisch in diese Faszie rein und wieder raus, rein und wieder raus zu gehen, dann bekommt Muskel und fasziales System immer den Reiz, beides erhöhen zu müssen. Mehr Raum bei gleichzeitiger Erhöhung der Spannung. Und das ist nur möglich, wenn all die Muskelkompartements, die auf, neben, um und übereinander gleitend sich bewegen müssen, wenn sie das tun. Das heißt, sie werden in die Bewegung gezwungen. Und das löst so das eine oder andere, was vorher nicht beweglich war, speist unser Bindegewebe, die sogenannte Diffusionsspeisung. Wir kriegen mehr Wasser da rein, die Schmerzsensitivität sinkt und der Bewegungsradius wird gesteigert.